Was Sie getan haben, ist nicht einfach. Sie haben meine Männer aussehen lassen wie billige Kaufhauskaufs. Das ist schmerzhaft. Würden Sie mir verraten, wo Sie ausgebildet wurden? Afghanistan? Tschetschenien? Wer sind Sie? Ich habe viel geopfert, um Frieden zu erlangen. Thor, durch deine Arroganz und Dummheit hast du den friedlichen Königreichen und unschuldigen Menschen das Grauen gebracht. Verwüstung und Krieg. Du bist ein eitler, habgieriger, grausamer Junge. Und du bist ein alter Mann und ein Narr! Du bist unwürdig! Vater! Hey! Ich nehme dir nun deine Macht! Und verbanne dich! Bitte, öffne die Augen. Oh nein, das ist die Erde, nicht wahr? Wo kommt er her? Eure Vorfahren nannten es Magie. Ihr nennt es Wissenschaft. Ich komme von einem Ort, an dem das ein und dasselbe ist. Er war seinem König ungehorsam. Sein Schicksal liegt fortan in seinen Händen. Ich setze dem ein Ende. Sir, wir haben ihn gefunden. Die Behörden haben damit begonnen, Absperrungen zu errichten. Das Licht herunterkam. Jane, ich glaube, das willst du sehen. Alles in Ordnung? Du wagst es, Thor zu bedrohen und das mit einer so mickrigen Waffe. Was? Er hat mich genervt. Wo ist er hergekommen? Name? Er sagte sowas wie, Thor? Also wisst ihr, für einen durchgeknallten Obdachlosen ist er echt heiß. Wie bist du in diese Wolke geraten? Und wie schaffst du es, tonnenweise Kekse zu verdrücken und danach immer noch Hunger zu haben? Ein gutes Geschäft. Mehr davon! Das poste ich auf Facebook. Bitte lächeln. Eure Vorfahren nannten es Magie. Ihr nennt es Wissenschaft. Ich komme von einem Ort, an dem das ein und dasselbe ist. Aber wer bist du wirklich? Das erkennst du noch früh genug. Oh nein, hoffentlich bist du kein Irrer. Schwörst du, dass du das Leben der Unschuldigen beschützen wirst und den Frieden wahren? Ich schwöre. Ich werde diese Gattung auslöschen. Du kannst sie nicht einfach alle umbringen. Dann stirb mit ihnen! Diese Menschen sind unschuldig. Ich habe nicht vor, heute zu sterben. Ich werde zurückkehren. Du hast keine Ahnung, was deine Taten entfesseln. Manche glauben, vor dem Universum gab es nichts. Doch sie haben Unrecht. Es gab die Dunkelheit.
und sie hat überlebt. Ich habe dir versprochen, dass ich zurückkehre. Was passiert jetzt? Festhalten. Warte, was? Jane! Wir kommen aus verschiedenen Welten. Vielleicht waren sie aus einem Grund getrennt. Wenn wir nichts tun, werden sie uns zerstören. Was würdest du geben, um das zu retten, woran du glaubst? Du musst sehr verzweifelt sein, wenn du mich um Hilfe bittest. Du musst wissen, wenn du mich verrätst, werde ich dich töten. Wann fangen wir an? Nach so langer Zeit kommst du mich jetzt besuchen, Bruder. Ich brauche deine Hilfe. Aber ich wünschte, ich könnte dir vertrauen. Dann wärst du der Narr, für den ich dich immer hielt. Vor dem Universum gab es die Dunkelheit und sie hat überlebt. Eine dunkle Macht kommt näher. Niemand ist sicher. Heilige, können wir das nochmal machen? Die Welt versinkt im Chaos. Du stehst vor einem Feind. Den nur wenige kennen. Den nur einer kennt. Du musst sehr verzweifelt sein, wenn du mich um Hilfe bittest. Das war für New York. Sie ist großartig. Thor, deine Tapferkeit wird deinen Schmerz nicht lindern. Deine Familie, deine ganze Welt wird ausgelöscht. Ich finde einen Weg, uns zu retten. Noch jemand? Ich weiß genau, was ihr denkt. Wie konnte das nur passieren? Nun ja, das ist eine lange Geschichte. Asgard ist tot. Hey, hier. Was hast du mir heute gebracht? Sag es mir. Ein Herausforderer. Es folgt die Hauptattraktion. Und jetzt präsentiere ich euch den unglaublichen... Ja! Wir kennen uns! Er ist ein Freund aus der Arbeit! Ach, komm schon! Thor, Tag der Entscheidung. So vieles ist geschehen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe meinen Hammer verloren. Das war erst gestern, also der Schmerz ist noch ziemlich frisch. Und dann ging ich auf eine Reise, um mich selbst wiederzufinden. Auf der ich dich traf. Oh,
sind wir? Das wirst du nicht glauben. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen. Oh, wie mir das gefehlt hat. Und wir haben gegeneinander gekämpft. Hab ich gewonnen? Nein, ich hab gewonnen. Ganz einfach. Glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Asgard ist tot. Und es wird wiedergeboren nach meinen Vorstellungen. Ich dachte, ihr freut euch, mich zu sehen. Wir müssen sie hier und jetzt aufhalten, um Ragnarök, den Kampf der Götter, zu verhindern. Das Ende von allem. Also stelle ich ein Team zusammen. Wie in alten Zeiten. Überraschung. Das wird ein Riesenspaß. Hallo. Hi. Er ist ein Kämpfer. Und los geht's! Ich bin weder Königin noch Monster. Ich bin die Göttin des Todes. Welcher Gott warst du nochmal? Thor, Tag der Entscheidung. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Einfach zwei hitzköpfige Trottel. Ja, ähnlich. Hulk ist wie Feuer, Thor ist wie Wasser. Naja, eigentlich sind wir beide wie Feuer. Hulk ist wie ein echter Feuersturm. Thor ist wie eine lodernde Glut. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Where are we? You have no idea. Hello, the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop her here and now. To prevent Ragnarok, the end of everything. So I'm putting together a team. The old days. Surprise! This will be such fun. Hello. Hi. He's a fighter. Here we go. I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? Diese Hände wurden einst im Kampf eingesetzt. Jetzt sind sie nur noch bescheidene Werkzeuge im Frieden. Ich muss rausfinden, wer ich wirklich bin. Ich will meinen eigenen Weg finden. Den Moment leben. Meine Heldentage sind vorbei. Denk dran, was ich gesagt habe. Wenn du dich verloren fühlst, sieh einfach in die Augen der Menschen, die du liebst.
nicht in meine. Was? Ich höre nur zu. Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl, er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form. Vom Speckpack zum Sixpack. Und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück. Als der einzig wahre Thor. Zu früh gefreut. Jane? Meine Ex-Freundin. Wie lange ist das her? 3, 4 Jahre? 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage, so ungefähr. Spür ich da etwa Gefühle? Ja, klar. Götter interessieren sich einzig und allein für sich selbst. Das ist mein Gelübde. Alle Götter werden sterben. Ich wollte sagen, das da eben war sehr, sehr beeindruckend. Das ist mein erster Bösewicht. Den ersten vergisst man nie. Du bist nicht wie die anderen Götter, die ich getötet habe. Du hast was, wofür sich der Kampf lohnt. Mal sehen, wer du bist, was unter der Verkleidung steckt. Und schnipp! Oh, du hast zu stark geschnipst, verdammt! Sollen wir ihm helfen? Irgendwann schon, ja. Weintraube. Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl, er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form. Vom Speckpack zum Sixpack. Und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück. Als der einzig wahre Thor. Zu früh gefreut. Jane? Meine Ex-Freundin. Wie lange ist das her? 3, 4 Jahre? 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage, so ungefähr. Spür ich da etwa Gefühle? Ja, klar. Götter interessieren sich einzig und allein für sich selbst. Das ist mein Gelübde. Alle Götter werden sterben. Ich wollte sagen, das da eben war sehr, sehr beeindruckend. Das ist mein erster Bösewicht. Den ersten vergisst man nie. Du bist nicht wie die anderen Götter, die ich getötet habe. Du hast was, wofür sich der Kampf lohnt. Mal sehen, wer du bist, was unter der Verkleidung steckt. Und schnipp! Du hast zu stark geschnipst, verdammt! Sollen wir ihm helfen? Irgendwann schon, ja. Weintraube.